So, mit etwas Verspätung fangen wir wieder an mit der Friedensmahnwache oder beziehungsweise Mahnwache für einen gesellschaftlichen Wandel hier in Halle am Montag, jeden Montag hier um 18 Uhr auf dem Riebeckplatz und 18.30 Uhr sind wir dann auf dem Marktplatz. Wir gehen also nachher noch den Boulevard runter. Die Frage, warum wir hier stehen, was wir hier machen, also schon seit über 2 Jahren übrigens, das ist ganz einfach zu sagen. Und zwar ist das etwas, was uns alle betrifft, was wir alle auch irgendwie instinktiv schon spüren, nämlich, dass ein gesellschaftlicher Wandel nicht nur vonnöten ist, sondern auch irgendwie unmittelbar vor der Tür zu stehen scheint. Wir möchten unsere Mitmenschen aufklären über die Situation, in der wir uns befinden, also auf dem Planeten, aber auch ganz besonders hier in Deutschland. Denn wir haben hier Verhältnisse, die irgendwie, wo irgendwie nichts zueinander passt. Also auch nichts für den Menschen und zum Wohle des Menschen da zu sein scheint, sondern man hat immer mehr das Gefühl, dass man lediglich Konsument ist, Wähler und Human Resources nennt man das. Also das heißt, eine menschliche Ressource zu sein scheint. Also es geht gar nicht mehr so darum, dass die Freiheit des Menschen im Mittelpunkt steht und das Wohl des Menschen und des Planeten natürlich auch, unserer Tiere und der Umwelt, das darf man nicht vergessen, sondern es sind ganz andere Interessen, die hier gewahrt werden. Und immer mehr zeigen die Politiker und Regierenden überall weltweit, wer die wahren Nutznießer dieser Politik sind. Denn die Politik scheint eben, wie gesagt, nicht für den Menschen da zu sein, für den Bürger, der ja die Politiker eigentlich wählt, sondern es werden nur die Interessen der Wirtschaft, der Banken, ja auch der Rüstungsindustrie, der Pharmalobbys gewahrt, aber nicht etwa das Wohl der Menschen. Im Gegenteil, es geht uns gesundheitlich, nervlich immer schlechter. Unsere Kinder werden immer schlechter ausgebildet, das heißt auch die Zukunftsperspektive der jüngeren Generation schwindet rasant dahin. Da wird über mangelnde Renten gesprochen und so weiter. Und über all das vergessen wir sogar, dass der Krieg unmittelbar vor der Tür steht. Ja, Ukraine darf man nicht vergessen, Syrien ist sehr weit weg, aber wir sehen, wie global die Welt geworden ist. Denn mittlerweile ist das auch unser Problem geworden. Also, dass die Kriege, die sonst sehr weit weg stattfanden, nun auf einmal, beziehungsweise die Resultate dessen, nun auf einmal bei uns vor der Tür stehen. Also, das heißt, diese Politik, die momentan betrieben wird, kann nicht der Stein der Weisen sein. Es kann also so nicht weitergehen. Wir dürfen so nicht weiter wursteln und wir dürfen vor allen Dingen nicht mehr wegschauen. Und deswegen stehen wir hier, deswegen gehen wir nachher runter zum Markt und klären unsere Mitmenschen auf, weil es wirklich 5:12 ist. Und es an der Zeit ist, dass wir uns als Gesellschaft, als Menschen verstehend, ja, verantwortlich zeigen und ein Bewusstsein dafür entwickeln. So, nun spielen wir noch die Hausregeln ab und dann können wir auch gleich losgehen. Die Krise begann und sich zu einem Krieg ausweitete, weil wir unsere Mitmenschen erstmal über die Ursachen und Verursacher aufmerksam machen wollten und vor allen Dingen über die Lügen und die Manipulation unserer Medien, die uns ja die ganze Geschichte schon wieder als einen Kampf Gut gegen Böse verkaufen wollen. Mittlerweile sollte es aber jeder begriffen haben, dass die Kriege, die geführt werden, hauptsächlich aus geostrategischen Gesichtspunkten bzw. aus wirtschaftlichen Interessen geführt werden. Also, es geht hier nicht um Gut gegen Böse, sondern es geht hier ganz einfach um schnöden Mammon, um Gewinn, um Machtgewinn, also erst einmal natürlich um finanziellen Gewinn, denn irgendwie muss ja die Maschinerie dieses ausbeuterischen, kaputten, kranken Systems, was wir haben, was sich jetzt mittlerweile immer mehr offenbart als krank und kaputt, diese Maschinerie muss ja am Laufen gehalten werden, das bedarf dann Öl, das bedarf natürlich auch Dollar, die nichts wert sind, das nebenbei bemerkt, und es bedarf natürlich auch die Produkte der Industrie, der Waffenindustrie etc. pp. Also hier wird ordentlich Geschäft gemacht mit dem Leid und Elend von Millionen von Menschen. Aber ist das was Neues? Das ist es nicht.
Denn es war bisher schon immer so, dass die Kriege eben nicht geführt wurden, gut gegen böse. Nein, es waren immer nur Machtinteressen. Und das noch zu dem Punkt, es geht also im letzten Schluss geht es eigentlich nur um Macht. Denn die Milliardäre auf diesem Planeten haben so viel Geld, davon kann man über Generationen leben. Um Geld geht es ihnen also nicht, wenn sie irgendetwas mehren wollen. Doch was wollen sie denn mehren? Na klar, ihre Macht wollen sie mehren. Das ist offenbar ja so etwas wie eine Sucht, genauso wie die Sucht nach Geld, wie die Sucht nach materiellen Gütern, eine sehr kranke und kurzsichtige Sucht. Aber, wie man sieht, scheint diese Sucht, diese Milliardäre, diese reichen und mächtigen Eliten, die uns steuern, die den ganzen Planeten eigentlich unter Kontrolle haben, scheint die Sucht sie ordentlich im Griff zu haben. Das ist etwas völlig Natürliches. Wir können also geistige verwirrte Zustände beziehungsweise Geisteskrankheiten mittlerweile sehr gut verstehen. Wir glauben nicht mehr daran, dass jemand vom Dämon oder vom Bösen besessen ist. Nein, es ist einfach eine geistige Störung, eine Krankheit. So sehe ich das zumindest und auch einige Verhaltensforscher, die ganz klar auch bei Politikern, also generell bei allen, die Macht innehaben, einen gewissen Narzissmus beziehungsweise auch einen gewissen Hang zur Soziopathie nachweisen. Mehr oder weniger ausgeprägt. Ja, das ist harter Tobak, was ich hier sage, aber wie sonst lässt es sich vereinbaren, wenn ich Milliarden habe und nur einen Teil, einen Bruchteil, einen verschwindend kleinen Bruchteil dessen abgeben müsste, um die Verhältnisse auf diesem Planeten von jetzt auf gleich zu einem, um 180 Grad zu wenden, um es mal krass auszudrücken. Wenn ich das, die Möglichkeit habe, aber diese Möglichkeit nicht wahrnehme, um all das Leid und das Elend zu beenden, sondern wenn ich im Gegensatz dazu eher noch dafür sorge, dass Erfindungen, die der Menschheit tatsächlich helfen könnten, die heilen könnten, Erfindungen, die momentan existierende technische Systeme, an denen noch viel Geld verdient wird, überflüssig machen würden, wenn ich diese Innovation verhindere sogar mit meinem Reichtum, mit meiner Macht und meinem Einfluss, dann kann mit mir etwas nicht stimmen. Oder nicht? Wenn ich das tatsächlich zulasse, was hier los ist, nur aus reiner Macht und Geldgier, dann kann mit mir etwas nicht stimmen. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir diesen Zustand, der ja schlimmer und schlimmer wird, weil sich diese Macht und auch das Geld auf immer weniger Menschen konzentriert, kann es doch nicht im Sinne des Bürgers sein, da noch länger zuzuschauen. Oder haben Sie etwa das Gefühl, dass unsere Politiker, die wir im Augenblick haben, überhaupt ein Interesse daran haben, dem Bürger auch nur zuzuhören, geschweige denn Gesetze durchzubringen, die vielleicht für eine mächtige wirtschaftliche Lobby zum Nachteil wären, aber für die Menschheit an sich zum großen Vorteil? Haben Sie das Gefühl, dass die Politiker dazu bereit sind, eine solche Entscheidung zu treffen? Schauen wir uns mal die Politiker an, die das mal versucht haben. Berühmtestes Beispiel John F. Kennedy. Sie merken etwas? Also entweder ist es die Angst, die unsere Politiker davon abhält, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Also das heißt Entscheidungen, die für die Bürger, die sie ja schließlich ins Amt geholt haben, gewählt haben, also ihre Arbeitgeber, also Entscheidungen für diese zu treffen, aber stattdessen eben Entscheidungen für Wirtschaftslobbys oder für Banken zu treffen. Ihnen zum Wohle, uns zum Schaden. Entweder es ist die Angst, wie gesagt, oder es ist absolute Gleichgültigkeit oder eine Besessenheit von Macht. Denn wenn ich die Macht innehabe, ist es mir egal, wer da drunter zu leiden hat. Wenn ich Psychopath bin oder Soziopath. Ja, deswegen muss doch etwas passieren. Wir können doch jetzt nicht einfach abwarten, was passiert. Schauen, ob die Politiker vielleicht doch noch zur Vernunft kommen. Dass sie vielleicht dann doch endlich sich umdrehen und ihren Puppenspielern, die sie bedienen, in die Hände beißen. Das wird nicht passieren. Darauf können wir lange warten. Diesen Politikern geht es zu gut. Und jeder, der einen gut bezahlten Job hat und dem zum Beispiel
vom Arbeitgeber nahegelegt wurde, zum Beispiel nicht auf die Montagsdemos zu kommen, die deutschlandweit stattfinden, in immer weniger Städten vielleicht, weil das Bewusstsein der Menschen einfach ja, noch zu klein ist oder die Menschen einfach noch schlafen. Aber dennoch, die, die dorthin gehen wollen, kriegen zum Teil von ihrem Chef nahegelegt, das doch nicht zu tun, sonst würden sie ihren Job verlieren. Diese Menschen, die da mit gut verdienen mit ihrem Job, die werden dann nicht hierher kommen. Und somit hat man schon mit der Angst ja, den Freiheitswillen des Menschen gebrochen. Aber was ist es, was wir letztendlich verlieren würden, wenn wir jetzt nicht, ganz egal, was uns dann blüht, endlich aufstehen und Widerstand leisten, wie es uns eigentlich laut Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4 noch, denn es wird ja ständig geändert, noch zur Verfügung steht. Dieses Recht oder nein, sogar diese demokratische Pflicht müssen wir doch jetzt wahrnehmen. Oder haben wir ein völlig falsches Bild von Demokratie? Denn wenn Demokratie tatsächlich das Tolle ist, was man uns erzählt hat, dann haben wir doch längst keine Demokratie mehr. Oder etwa nicht? Oder glauben Sie, dass einmal alle 4 Jahre wählen gehen zu dürfen und zwischen Pest und Cholera wählen zu dürfen, dass das Demokratie ist? Nein. Haben Sie gedacht, dass Meinungsfreiheit hier in Deutschland existiert, die uns laut Grundgesetz ja eigentlich zusteht als Grundrecht? Nein, haben wir nicht. Nicht einmal die Journalisten, die eigentlich als vierte Säule der Demokratie den Politikern auf die Finger und auf die Finger schauen und gegebenenfalls hauen sollten. Selbst die sind nicht frei in dem, was sie tun. Einigen scheint das egal zu sein. Sie fügen sich in ihr Schicksal und schreiben nur das, was sie schreiben sollen, also sprich das, was wir hören sollen. Oder andere verlassen dann ihren Posten. Die sind dann mutiger. Andere werden rausgeschmissen, weil sie es doch gewagt haben, einen Artikel abzugeben, der diesen Eliten aber ordentlich in die Suppe spucken würde. Ja, und diese, die dann rausgeworfen werden, gründen dann solche Programme auf YouTube oder machen ihre eigene Medienseite auf, Informationsseite mit Text und Videos. Sehr bequem eigentlich, wenn man sich informieren möchte. Aber eben, wer schaut das? Wer liest das? Das Problem ist, dass es noch viel zu wenige sind. Weil wir glauben, dass wenn wir uns abends 20 Uhr vor die Tagesschau setzen, dann haben wir unsere demokratische Pflicht, nämlich uns zu bilden und zu informieren, was auf der Welt los ist, getan. Das haben wir aber nicht. Das hätten wir, wenn die Tagesschau uns richtig und ehrlich berichten würde. Das tut sie aber nicht. Nein, im Gegenteil. Hier werden die Berichte entweder verfälscht, komplett verfälscht, oder sie werden, obwohl brisant, nur so am Rande erwähnt, oder eben es wird völlig falsch dargestellt, das heißt, die Information ist an sich richtig, aber die Schlussfolgerungen werden uns völlig falsch rübergebracht, und weil wir eben schon längst vergessen haben, was vorgestern war und welche Sau vorgestern durchs Dorf getrieben wurde, können wir das auch nicht mehr in einen Zusammenhang bringen. Und jetzt noch einmal, glauben Sie, dass wenn Sie abends 20 Uhr bis 20.15 Uhr 15 Minuten und davon nur 10 Minuten wirklich Nachrichten schauen, dass Sie dann informiert sind und wissen, was hier los ist? Wachen Sie bitte auf, das ist nicht so. Davon abgesehen, dass das meiste gelogen ist, ist es einfach nicht genug. Man muss nämlich auch die Hintergründe kennen. Man muss Stimme und Gegenstimme hören. Man muss sich die Zusammenhänge auch einmal anschauen. Wenn man da selbst nicht dazu in der Lage ist oder zeitlich einfach gar nicht die Möglichkeit hat, so tun das mittlerweile viele Journalisten für sie. Freie Journalisten, die keinem Herren außer sich selbst dienen, die crowdfinanziert werden, das heißt von ihren Nutzern, die diese Seiten anschauen, unter freiwilligen Spenden. Das heißt, die sind noch eher frei zu berichten. Sicherlich unterlaufen da auch Fehler. Man sollte nicht alles und einfach so glauben. Aber es reicht definitiv nicht, wenn wir nur die Tagesschau lesen und eventuell auch noch, Gott bewahre, die Bild-Zeitung, die man ja gar nicht mehr als Zeitung benennen darf, weil sie ja eigentlich die Grundvoraussetzungen, die eine Zeitung mitbringen müsste, nicht erfüllt. Es ist also eigentlich ein Boulevardmagazin oder sowas ähnliches.
aber es ist auf jeden Fall nicht geeignet, um sich zu bilden, um sich wirklich über die Vorgänge und die Zusammenhänge zu informieren. Das würde nämlich auch viel zu weit gehen für die meisten. Die wollen das gar nicht wissen. Die wollen gar nicht wissen, wo eigentlich die Fäden der Macht gesponnen sind und wer hier in Wirklichkeit die Fäden in der Hand hält. Da geht das nämlich schon arg in die verschwörungstheoretische Richtung. Aber wer sich mal so mit der Geschichte beschäftigt, also Dokumentationen auch mal über geschichtliche Zusammenhänge sich anschaut, der sieht, dass es tatsächlich irgendwie so eine Art Schattenregierung zu geben scheint. Erst in den USA und mittlerweile weltweit sind die Einflüsse weltweit zu sehen. Und oh Wunder, parallel dazu sind dann auch überall immer mehr amerikanische Basen zu sehen. Hängt das irgendwie zusammen? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber ich meine, wenn ich eine Knarre an den Kopf gehalten bekomme, dann werde ich wahrscheinlich doch tunlichst das tun, was man mir anrät, seitens der, also von der anderen Seite der Waffe aus. Oder nicht? Und genau in der Situation befinden wir uns in Deutschland mehr denn irgendeine Nation auf der Welt. Denn wir sind noch immer nicht souverän. Das wurde uns so verkauft, angeblich hätte der 2+4-Vertrag dafür gesorgt, dass wir souverän sind. Also ein Friedensvertrag war da nicht mehr nötig. Aber ich meine, was für eine deutsche Regierung wäre das, die sagt, nein, wir brauchen keine Friedensverträge, wenn wir da weiterhin mit 51 Staaten oder 52 Staaten im Kriegszustand sind, dann dieser 2+4-Vertrag, na klar, der regelt das. Nein, wir sind definitiv noch nicht frei. Und das kann man sehen daran, dass wir solche Unglaublichkeiten wie Rammstein hinnehmen müssen, das heißt eine Militärbasis auf deutschem Boden, wo Atomwaffen gelagert sind, die wir, wie ich vorhin schon auch sagte, mit unseren Steuergeldern renovieren müssen. Auch überhaupt die gesamten Kosten dieser Basen müssen wir tragen. Da zahlt der amerikanische Staat keinen Cent dafür. Dafür kommt der deutsche Steuerzahler auf. Und uns erzählt man ganz nebenbei, dass es kein Geld da ist für Bildung, für die Versorgung unserer Kinder. Sprich, um es mal auf einen Nenner zu bringen, um Verhältnisse zu schaffen in Deutschland, wo es sich wieder lohnt, Kinder in die Welt zu setzen. Nein, stattdessen schafft man Verhältnisse, wo einem eigentlich der vernünftige Menschenverstand davon abraten sollte, Kinder in die Welt zu setzen. Abgesehen davon, dass man uns moralisch verdirbt und überall in den Medien eigentlich nur mit Schuld zumüllt und das Niveau, das Bildungsniveau und allgemein auch das Verhaltensniveau der Bevölkerung, weiter Teile der Bevölkerung, immer mehr zu sinken scheint. Das können wir überall merken, das erleben wir alle, dass dies sich anfühlt, wie wenn man Geschichten über den Zerfall und den Niedergang irgendeines Imperiums, was jemals da war, liest. Genauso verhält sich das momentan. Wir sind im Niedergang. Und hier gibt es 63 Familien laut der Oxfam-Studie vom letzten Jahr, die hier so viel besitzen wie 50% der Menschheit. Also 50% dessen, was auf der Welt an Geld da ist oder an Macht da ist, besitzen die. Ist doch eigentlich ein ungesundes Ungleichgewicht. Müsste doch eigentlich jedem klar werden. Denn das würde ja bedeuten, dass wir da einen kleinen Adel haben, der über die gesamte Welt quasi bestimmt. Und demokratisch ist das keineswegs. Das erinnert einen eher an den Feudalismus. Und wenn man das so liest, wenn man sich darüber bewusst wird, dann kommt Zorn in einem auf. Wenn man das Gefühl hat, dass man hier flächendeckend von allen Seiten belogen, betrogen wird, hin und her geschubst wird und es werden einem Feindbilder eingeredet, dann ist der Russe auf einmal wieder böse und dann ist ein Ahmadinejad böse, dann ist ein Gaddafi böse, die haben es alle verdient, weggebombt zu werden. Frank erzählt gerne die Geschichte, wie er bewusst geworden ist mit Gaddafi. Dieser Mann hat tatsächlich in seinem Land, wie er das regiert hat, das ist eine völlig andere Geschichte. Darüber haben wir auch nicht zu urteilen. Das entscheiden die Menschen selbst dort, wie sie dort leben möchten, nach welchen kulturellen Maßstäben und was sie als gut und richtig empfinden und was nicht. Wir haben nicht das Recht, in da irgendeine geheuchelte Form von Demokratie aufzusetzen. Aber dieser Mann hat dafür gesorgt, dass es den Kindern gut ging, dass die Ausbildung kostenlos war und sehr gut war obendrein, dass die Versorgung generell auch der Familien sehr gut war, Gesundheitsversorgung, alles kostenfrei. Ja, mei, das war ein Schlaraffenland, wenn man sich das genau betrachtet. Meinungsfreiheit ist eine andere Geschichte.
Wir haben hier Meinungsfreiheit, aber wir nehmen sie ja nicht wahr, wenn man mal schaut, wie wenige da sind. Also ist das auch nicht unbedingt der Bringer bzw. der Retter, die Meinungsfreiheit. Die wollten wir da bringen, haben Gaddafi weggebombt und jetzt ist das Land in Schutt und Asche und komplett destabilisiert. Merken Sie etwas? Dieser Mann, wissen Sie, was der wollte? Der wollte nicht mehr in Dollar sein Öl verkaufen, weil er gesagt hat, der Dollar ist nicht mal das Papier wert, auf das er gedruckt wurde. Er wollte es in Gold bzw. in Euro handeln. Und das ging dem Amerikaner, nein, das hätte ich, wäre ich fast auf denselben Fehler reingefallen. Nein, das ging der Federal Reserve Bank aber ganz ordentlich gegen den Strich, den Herausgebern des amerikanischen Dollars. Und wenn es auch Federal heißt, das heißt Bundesreservebank, ja, Bundesreservebank, Federal Reserve Bank. Auch wenn das Federal heißt, es ist keine Bundesbehörde. Es ist eine Privatbank, die keinem untersteht, keine Weisung von der Regierung entgegennehmen muss, die ein, also schalten und walten können wie, ja, wie ein Kaiser. Die haben also absolute Hoheitsgewalt in den USA. Denn habe ich die Macht über das Geld eines Landes, interessiert es mich nicht mehr, wer dieses Land regiert. Und das hat Rockefeller gesagt. Einer der großen Player. Merken Sie, wo es hingeht. Glauben Sie immer noch, dass das eine Verschwörungstheorie ist? Dann versetzen Sie sich bitte mal in die Lage eines Multimilliardärs, der ein Riesenimperium zu verteidigen hat. Und schon ergibt das Ganze noch eher einen Sinn. Und klingt auf einmal nicht mehr so spooky wie irgendeine abgedrehte Alien-Geschichte. Es wird also doch durchaus Zeit, wenn man sich das mal so anschaut und auch jetzt mitbekommen hat, dass zum Beispiel die Türkei in Syrien eingeritten ist, beziehungsweise sich Militär auf syrischem Boden schon befindet. Wenn man sich anschaut, was in der Ukraine los ist, wenn man sich anschaut, wie gefährlich die Situation eigentlich ist, dass die Bundeswehr wieder einmal in Russland steht, beziehungsweise kurz vor Russland steht und es wieder einmal kurz vor einem Krieg mit Russland ist, wir uns befinden, dann wird es doch langsam Zeit, dass wir aufwachen und das nicht mehr einfach so hinnehmen, was man uns eben diesen 15 Minuten Tagesschau am Tag versucht rüberzubringen, sondern dass wir anfangen, mal tiefer zu graben und genau sich über solche Fakten, über solche Zusammenhänge der Macht einmal zu bilden. Glauben Sie mir, es ist weniger schlimm, als man sich das vorstellt. Sie müssen jetzt nicht dicke Wälzer wälzen. Es reicht, wenn Sie sich mal mit YouTube ein wenig beschäftigen und dort ein paar Suchbegriffe eingeben. Wie gesagt, glauben Sie da auch nicht alles. Aber wenn Sie da sich ein ganzheitlicheres Bild schaffen wollen, dann ist das unerlässlich. Dann reicht es nicht, sich von nur einer Seite informieren zu lassen. Einer Seite, die übrigens von Anzeigenkunden lebt, die zum Teil sehr mächtig sind und dadurch auch Macht haben über das, was die Zeitung veröffentlichen darf und was nicht. Darüber denken Sie mal bitte nach. Und auch eben unsere Abhängigkeit von Werbung generell. All das hängt zusammen. Wir werden von allen Seiten beeinflusst, belogen, geschubst. Uns wird Zorn eingeredet gegen einen imaginären Feind, der nicht unser Feind ist und auch nicht unser Feind sein möchte. Ich rede jetzt hier von Russland und ganz speziell von Putin. Und vor allen Dingen werden wir, davon abgesehen, dass wir belogen werden, werden wir auch noch missbraucht. Wir werden missbraucht als Zins-, Lohn- und Steuersklaven. Wir sind nichts anderes als eine Batterie für dieses System. Das erinnert arg an Matrix, also im metaphysischen Sinne würde ich das, beziehungsweise im übertragenen Sinne würde ich das auch auf jeden Fall als Beispiel mal herannehmen. Es ist alles nur eine Scheinwelt, die um uns herum existiert. Demokratie ist nur ein Schein, nur ein Wort, um uns das Gefühl zu geben, dass alles richtig läuft, wie es laufen sollte. Denn schließlich ist Demokratie ja so gut. Wenn man sie so leben würde, ja. Aber das wird definitiv nicht getan. Im Gegenteil, wir haben keine Volksentscheide, wir werden generell nicht gefragt, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, wie den Euro damals oder wie jetzt um TTIP, da wird man einen Teufel tun, uns zu fragen. Weil man weiß, dass die Bevölkerung dagegen ist und trotzdem wird es durchgesetzt. Da allein müsste man schon einen Zorn im Bauch bekommen. Abgesehen davon, von dieser längst schon durchs Dorf getriebenen Sau, dass die Kanzlerin abgehört wird, dass wir alle flächendeckend abgehört werden. Also, unterhalten wir noch so still? Welche Drogen nehmen Sie? Ich weiß es nicht, aber nehmen Sie die freiwillig?
Wahrscheinlich nicht, aber es muss doch irgendetwas sein, was uns am Boden hält, was uns also im Sessel sitzen lässt, bei all dem, was um uns herum passiert, bei all den Gefahrenquellen, die für die Menschheit, ich rede hier nicht nur für Deutschland, sondern die für die Menschheit im Gesamten hier drohen, der gesamten Schöpfung. Verdammt nochmal, es wird Zeit, dass wir langsam aufwachen, dass wir langsam erwachsen werden und Eigenverantwortung übernehmen. Über unser eigenes Leben, unser eigenes Handeln, unser eigenes Umfeld und dann aber auch für unser Land, für Europa und für die Welt. Und dazu möchten wir Sie auffordern. Wir möchten Sie auffordern, dass Sie jeden Montag hier die Möglichkeit wahrnehmen und aufstehen und Flagge zeigen, Ihr Gesicht zeigen gegen diese Verhältnisse. Denn besser werden Sie nicht, sondern Sie werden nur noch schlimmer. Und obwohl jetzt noch nicht so viele darunter zu leiden haben, aber doch schon immer mehr. Ich rede hier von den Rentnern, ich rede hier von unseren Kindern, die adipös sind, die schon unter Diabetes leiden und unter völliger Verblödung durchs Fernsehen und durch andere etwaige Nervenüberreizungen. Wir züchten ja eine völlig unfähige Generation groß. Es wird Zeit, dass wir jetzt langsam aufwachen und Verantwortung übernehmen. Vielen Dank. Ich übergebe das Mikro jetzt an Frank und danach wird dann der Mirko uns noch einen Vortrag halten. Ja, ich würde ganz gerne gleich dort fortsetzen, wo du aufgehört hast, nämlich an den Problemen und an den Dingen, die uns noch bevorstehen. Ja, wir sagen ja, uns geht es gut hier in Deutschland, wir wären so ein reiches Land, wir könnten uns all diese vielen Sachen leisten, wir konnten die Griechen retten oder waren halt zum großen Teil daran beteiligt, wir haben die Banken gerettet, obwohl es ja auch anders geht, wie Island gezeigt hat, man kann ja durchaus auch die daran verdient haben, die Rechnung tragen lassen, dass es hier nicht passiert, die hat der Steuerzahler wieder übernommen und ja, wir wollen jetzt scheinbar die ganze Welt retten. Und die Frage ist, ist Deutschland so reich? Können wir das denn wirklich machen? Und dazu kann man sich immer wieder Statistiken angucken. Zum Beispiel, was sagt die Europäische Zentralbank darüber oder Eurostat? Und da habe ich letztens eine Grafik gefunden, Eurostat, wo es darum geht, um die Armutsgefährdung. Und dort ist Deutschland ziemlich weit vorne, noch vor Frankreich. In Frankreich sind die Menschen nach dieser Statistik weniger armutsgefährdet als die Deutschen. Das ist merkwürdig. Das widerspricht doch dieser Propaganda, die immer hier in den Medien kommt. Die sagen doch, wir sind reich, wir haben doch im Durchschnitt 3.000 Euro Einkommen. Dann fragt euch mal bitte, wer von euch 3.000 Euro Einkommen hat. Das soll das Durchschnittseinkommen in Deutschland sein. Ich habe mal Statistikunterricht an der Universität Potsdam gegeben. Ich kann euch erklären, wie sowas passiert. Es gibt einen Mittelwert, das arithmetische Mittel, und das reagiert auf Ausreißer sehr stark. Und in Deutschland gibt es sehr viele Superreiche, die sich hier angesammelt haben, und die ziehen natürlich diesen Wert sehr stark nach oben. Wenn wir aber den Median nehmen, der Median, der ist ziemlich robust, da machen die Ausreißer oben und unten nicht, haben nicht so einen starken Einfluss. Dann kommen wir auf einmal auf etwa 1.500 Euro oder vielleicht 1.200. Dazwischen irgendwo bewegt es sich, hängt davon ab, wie man diese Bereinigung vornimmt. Das ist der wirkliche Wert, weil wenn jetzt der Superreiche doppelt so viel hat, würde das arithmetische Mittel sofort steigen, obwohl nur einer von 80 Millionen auf einmal mehr Geld hat. Bei den Medien passiert das nicht. Dieser Wert ist ziemlich realistisch und diesen Wert vermitteln sie uns natürlich nicht, weil sie uns zeigen wollen, dass es uns ja so gut geht. Es gibt andere Statistiken, Vermögenserhebungen in Europa von der Europäischen Zentralbank, also nicht von irgendwelchen Verschwörern, von der Europäischen Zentralbank, die festgestellt hat, dass die Deutschen am wenigsten Vermögen haben, weniger als die Slowakei. Die Leute haben keine Häuser im Durchschnitt. Die haben da nicht diese großen Rücklagen. Die haben sehr wenig Geld meistens, wenig auch Ersparnisse. So geht es Deutschland wirklich. Und das alles sind natürlich nur kleine Vorboten. Aber wie sollen diese normalen Menschen, diese einfachen Leute, denen es also scheinbar nicht so gut geht, wie man es uns immer erklärt, wie sollen die all das bezahlen? All diese Dinge, die noch passieren, der Schuldenschnitt in Griechenland, der kommt noch. Und zwar nach der Wahl. Die Regierung möchte das vor der Wahl nicht machen, weil das sicherlich nicht so gut wäre für die Statistiken. Auch andere Dinge werden dann noch auf uns zukommen. Aber ich möchte Ihnen
etwas sagen. Ich möchte noch ein Stück weiter in die Zukunft gehen. Es gibt sehr viele Analysen von Forschungsinstituten, nicht nur von einem, von verschiedensten Instituten, die auch auf unterschiedliche Ergebnisse gekommen sind. Aber der Trend ist immer der gleiche. Unsere Arbeit wird immer mehr automatisiert. Immer mehr Roboter und Computer werden Arbeit übernehmen. Und es gibt Studien, die sagen, dass zwischen 2020 und 2030 50% der Arbeitsplätze durch diese Automatisierung verschwinden werden. Das ist ein Extrem. Andere sagen, es sind weniger, vielleicht nur 20%. Es gibt welche, die haben konkrete Zahlen für Deutschland genannt, dass es vielleicht nur 5 Millionen Leute wären. Aber der Trend ist auf jeden Fall sichtbar. Ihre Arbeitsplätze werden automatisiert und man weiß jetzt, dass die Leute mit einem geringeren Einkommen zuerst ausgetauscht werden. Da kann man am schnellsten diese Arbeit automatisieren. Das Problem ist nur, unsere Gesellschaft ist ja an diese Arbeitseinkommen angeknüpft. Jeder bekommt ja durch diese Arbeit die Möglichkeit zum Leben und der Staat bekommt ja auch durch diese Einkommenssteuer dieses Geld wieder rein. Wir sind gar nicht auf eine andere Welt ausgestellt, weil wir könnten natürlich auch die Wertschöpfung besteuern. Wir müssen nicht die Menschen besteuern. Wir könnten natürlich auch sagen, egal wer es produziert, auch wenn es ein Roboter oder ein Computer produziert, den könnte man doch genauso besteuern. Aber nein, es gibt die auf den Menschen gerichtete Einkommenssteuer. Ja, man könnte natürlich auch all diese Steuern abschaffen, eine ganz ehrliche Steuer machen und sagen, es gibt keine Einkommenssteuer mehr, keine Vermögenssteuer mehr, sondern nur noch eine Umsatzsteuer. Wenn jemand irgendwas umsetzt, bezahlt er. Die müsste dann aber auch ganz ehrlich so um die 50% sein. Denn in Europa ist der Steuersatz, wenn man alles zusammenrechnet, etwa 50%. 50% von allem, also was private Wirtschaft macht, was die Menschen erwirtschaften, Im- und Export, alles zusammengenommen, diese ganze, auch die Staatsarbeit, wenn man alle diese volkswirtschaftlichen Ausgaben zusammenrechnet, sind 50% oder in manchen Ländern auch mehr, gehen über den Staat. Also wenn ein Euro umgesetzt wird, sind 50 Cent davon immer mal durch die Hände von irgendeinem Staatsbediensteten gegangen. Wenn man sich das mal durchdenkt, bedeutet das aber, da ja viele Leute wie unsere Kinder, Rentner und so weiter keine Steuern bezahlen, müssen die anderen, die Geld verdienen, ja noch mehr bezahlen, wenn wir im Durchschnitt 50% haben. Das heißt, derjenige, der schon 38% Einkommensteuer bezahlt hat, bezahlt dann nochmal bei der Umsatzsteuer, bei der Mineralölsteuer und so weiter und zahlt am Ende mehr als 50%. Das muss jedem bewusst sein. Und die Frage stellt sich natürlich immer, ob dieses Geld, was dort massenhaft umgesetzt wird, auch gerecht benutzt wird, verteilt wird oder eben nicht verschwendet wird. Und die Frage kann man sich stellen bei der Politik, die hier betrieben wird. Wenn Waffen hergestellt werden, wenn Waffen verschenkt werden, jedes dritte U-Boot wird an Israel verschenkt. Das sind diese Steuergelder, die wir hier alle bezahlen. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt unglaubliche Subventionen. Ich komme ja aus einem Dorf und da muss man sich vorstellen, dass wirklich große Landwirte dort Land aufkaufen. Nicht um es zu benutzen, sondern nur um es dort still zu legen, um es liegen zu lassen und Prämien dafür einzukassieren. So pervers ist unsere Zeit und so pervers ist das Geld, das dort verschwendet wird, Steuern, die wir bezahlt haben. All das wäre ja nicht notwendig, würden wir ein vernünftiges System haben, wo wirklich Leistungsorientierung stattfindet, weil die ist ja gar nicht existent, würden wir auch viel weniger Steuern bezahlen. Dazu kommt natürlich, dass wir sehr viel an Zinskosten bezahlen. Überall in allen Preisen stecken Zinskosten. Man sagt, bis zu 40% etwa stecken dort drin. Also kann man sich auch gut vorstellen, dass wir nur 3 Tage die Woche arbeiten könnten, wenn diese Kosten nicht da wären. Wenn wir noch den Großteil der verschwendeten Steuern ausrechnen würden, wäre es vielleicht noch weniger. Könnte man den gleichen Reichtum mit 2 Tagen Arbeit haben. Aber es gibt immer mehr Leute, die die Hände aufgehalten haben, die leistungslos Einkommen erzielen. Und damit meine ich nicht Arbeitslose, die nichts dafür können, sondern ich meine die Superreichen, die Leute in irgendwelchen Vereinen, irgendwelche Politiker, die am Ende Geld verschwenden. In unserer ganzen Wirtschaft gibt es natürlich auch andere Kreisläufe, die Geld verschwenden. Stellt euch vor, wir hätten ein einfacheres Steuersystem.
dann bräuchten wir natürlich auch viel weniger an Kosten für all diese Steuerberater und diese ganzen komplizierten Systeme, um dort all dieses abzurechnen und so weiter. Stellt euch vor, Werbung wäre verboten in Deutschland, wären sehr viele Produkte billiger, die dann nicht mehr Fernsehwerbung und was nicht alles schalten würden. Und die hätten alle die gleichen Startbedingungen, die ja jetzt nicht existieren, weil der mit viel Geld auch ein viel größeres Werbebudget hat und damit automatisch schneller in den Markt eindringen kann. Diese Welt ist nicht so, wie wir uns mal vorstellen, fair und gerecht und frei und liberal. Die Lobbyisten, die Macht haben, die reichern diese Macht immer mehr an. Und das liegt sicherlich an ihnen, weil die nach der Macht greifen, aber es liegt auch an uns, denn wir haben das alles geschehen lassen. Ich bin ja selber erst vor 2 Jahren das erste Mal aktiv geworden und habe mir all das gefallen lassen. Mein halbes Leben habe ich mir gefallen lassen, was um uns herum passiert. Und viele Menschen, die hier vorbeilaufen, lassen es sich immer noch gefallen. Und ich wage zu behaupten, die Mehrheit wird es sich bis zu ihrem Tode gefallen lassen, dass auf ihrem Rücken herumgetreten wird und dass mit ihrem Geld Schindluder getrieben wird, Kriege finanziert werden, mit Kriegslügen aufgebaut werden, dass über Deutschland, über Rammstein mit Drohnen Menschen ermordet werden. Das werden diese Menschen bis zu ihrem Lebensende einfach schlucken. Die werden einfach weitermachen und sagen, lass die doch verrecken. Mir geht es hier gut. Und das ist eigentlich das Traurige, was hier passiert in dieser Zeit. Und das muss endlich beendet werden. Und das können wir nur gemeinsam machen. Ich habe mit so vielen Menschen geredet, auch heute wieder mit Menschen aus allen politischen Richtungen. Und im Grunde, im Kern, wollen alle das Gleiche. Ich habe noch keinen gefunden, links wie rechts, der Krieg wollte. Sowas gibt es nicht. Die Menschen wollen Frieden und da sind wir uns alle einig. Und wenn wir da gemeinsam streiten würden, würden wir das auch hinbekommen. Genauso ist es in vielen anderen Dingen. Keiner will in einer totalitären Gesellschaft leben, links wie rechts nicht. Auch wenn die einen immer behaupten, dass es bei den anderen so wäre. Es gibt sicherlich ein paar Versprengte an allen Rändern. Ich habe Kommunisten gehört, die gesagt haben, eine totalitäre Gesellschaft wäre toll, solange es eine Linke ist. Und es gibt sicherlich auch Rechte, die gerne in so einer Gesellschaft leben, die nur von ihrer Ideologie bestimmt ist. Aber die meisten wollen in einer freiheitlichen Gesellschaft leben, auf beiden Seiten. Und mit all diesen Menschen kann man reden und darf sich nicht aufhetzen lassen von den Parteiideologen und von den Vereinsvorsitzenden, die davon leben, dass sie ein Feindbild haben. Denn wir normale Menschen, wir leiden darunter. Wir brauchen dieses Feindbild nicht. Und deswegen hoffe ich, dass wir das irgendwann überwinden. Und daran arbeiten wir schon so lange. Und ich hoffe, dass wir das auch zeitnah hinbekommen. Denn ich sage Ihnen eins voraus. Viele Dinge werden jetzt zurückgehalten wegen der kommenden Bundestagswahl. Diese Parteiklicke möchte wieder an die Macht. Aber wenn sie an der Macht sind, haben sich viele Dinge angestaut, die sie dann umsetzen werden. Viele Dinge für ihre Lobbyisten. Viele Dinge, die zum Beispiel vom Imperium der USA ausgeht, die durch den Druck von der NATO reinkommen. Es werden Dinge passieren. Das kann ich Ihnen vorhersagen. Wenn wir es nicht schaffen, einen Wandel bis zur nächsten Wahl herbeizubringen, wird es einen Krieg geben. Dann wird Griechenland sicherlich auch einen Schuldenschnitt bekommen. Und wir alle werden sicherlich dabei auch einen Anteil leisten müssen, weil die, die daran verdient haben, nicht zur Kasse gebeten werden, sondern immer die kleinen Leute mit ihren Ersparnissen, weil sie auch die Mehrzahl sind, die sich das überhaupt dann leisten können. Deswegen müssen wir es schaffen, in nächster Zeit aktiv zu werden, Menschen aufzuwecken und noch vor der Wahl ein Bewusstsein zu schaffen, dass es so nicht weitergehen kann. Dass wir nicht in einen Krieg wollen, nicht gegen Syrien, nicht gegen den Iran, nicht gegen Russland, sondern dass wir in Frieden leben wollen. Und dass wir mit all diesen Ländern zusammenarbeiten wollen. Und nicht nur mit den USA, sondern auch mit den anderen, auch mit dem Osten. Wir wollen nicht, dass es uns so ergeht wie der Ukraine. Die Ukraine, die zerrissen wurde, weil die einen gesagt haben, wir wollen zum Westen und die anderen haben gesagt, nein, wir sind eigentlich Russen, die Russen sind unser Brudervolk. Daran ist diese Ukraine zerrissen worden und das soll uns nicht passieren, denn bei uns gibt es ja ähnliche Bedingungen. Es gibt die Leute im Westen, die hart NATO-indoktriniert sind und die aus dem Osten, die immer noch ja, etwas klarer denken und sagen,
wir konnten auch mit den Russen in Frieden leben und wir können es auch in Zukunft. Und das soll auch so bleiben. Wir möchten mit allen Völkern in Frieden leben, auch mit den Franzosen und mit den Briten, auch wenn ich die immer wieder kritisiere wegen ihrer schrecklichen Politik. Denn die Franzosen bomben auch in Syrien. Sie haben immer noch ihre Provinzen in Afrika und beuten die aus. Die setzen dort Präsidenten in Mali ein. Ich finde verdammt viel daran zu kritisieren, aber dafür kann der Bürger, der einfache Bürger in Frankreich nicht, sondern das sind natürlich dieselben von irgendwelchen Lobbyisten, gekauften Politiker, die diese Entscheidung treffen. Und so ist es ja bei uns auch. Kein Deutscher wollte je in den Krieg und trotzdem mussten viele unserer Großeltern in den Krieg gehen. Das ist schlimm. Ich habe mir die Geschichten oft angehört von meinem Opa. Der wäre gerne zu Hause auf seinem Bauernhof geblieben. Der hätte da auf keinen Fall mitgemacht. Da haben auch wieder irre Psychopathen in der Politik und die Leute, die dahinter stehen, die daran verdienen, die haben das alles verursacht. Und es wird langsam Zeit, dass wir uns über alle politischen Lager hinweg einig werden, dass so etwas nicht mehr passieren soll. Vielen Dank und jetzt kann der Mirko fortsetzen. Mirko, da ist er. Ja, guten Abend, Halle. Einiges ist passiert in den letzten Wochen und dazu würde ich hier gerne auch meine persönliche Meinung äußern. Eines vorneweg, und auch wenn es langsam echt nervig ist und eigentlich völlig überflüssig, wie einige von euch wissen, gibt es ja die wildesten Gerüchte, was hier für Leute sein mögen, die hier vor Woche auf die Straße gehen, mit dem Zweck, die Menschen um uns herum aufzuklären und wenn möglich aus ihrem Tiefschlaf der heilen Welt zu reisen. Für mich ist eines Fakt, wenn sich ein schwuler Christ verheiratet mit einem Chinesen, ein seit Jahrzehnten linker Aktivist und ein ehemals Angehöriger einer rechten Vereinigung zusammenfinden, um gemeinsam für eine gemeinsame Sache zu kämpfen, trotz verschiedener Ansichten, Meinungen, unterschiedlicher politischer Einstellungen, dann kann das Ganze ja nicht so verkehrt sein. Diese drei Menschen machen das vor, was hier seit Monaten und Jahren gepredigt wird, und zwar einen gemeinsamen Nenner finden und gemeinsam versuchen, etwas zum Positiven zu verändern. Scheißegal, welche persönliche Einstellung jeder Einzelne hat. Diese drei haben verstanden, dass es nur gemeinsam geht und nicht gegeneinander. Und wenn diese drei im Grunde so unterschiedliche Menschen das können, dann frage ich mich ernsthaft, warum fällt es so vielen so schwer, ihrem Beispiel zu folgen? Einige Fragen an alle hier auf dem Marktplatz. Können wir es uns wirklich noch leisten, uns untereinander gegenseitig zu bekämpfen? Fällt es euch so schwer, auf andere zuzugehen, auch wenn eure Ansichten in vielen Bereichen unterschiedlich sein mögen? Seid ihr wirklich so engstirnig zu denken, dass eure und auch nur eure Meinung die richtige sein kann? Fällt euch ein Zacken aus der Krone, euch mit Menschen abzugeben, die nicht zu 100% mit euren Vorstellungen übereinstimmen? Und lasst euch wirklich so einfach manipulieren und gegeneinander ausspielen wie Figuren auf einem Schachbrett? Wenn dies der Fall ist, dann habt ihr immer noch nichts begriffen. Und ich persönlich finde das einfach nur traurig. Ich persönlich bin in den letzten 8 Monaten auf verschiedensten Demos gewesen. Hier in Halle, in Leipzig, in Berlin oder in Dresden. Und klar gibt es hier und da auch Ansichten und Meinungen, die ich nicht gerade teile oder gutheiße. Aber alle hatten einen gemeinsamen Nenner, auf den es mir ankommt. Überall die Forderung nach direkter Demokratie und die Abschaffung des aktuellen Parteiadels. Die Forderung nach Volksentscheiden und die Abschaffung der derzeit herrschenden Clique, die manipuliert, korrumpiert und tut und lässt, was sie will und sich einen Scheiß dafür interessiert, wie viele Menschen darunter zu leiden haben. Ich möchte hier gerne ein Thema ansprechen, welches als sehr unbequem befunden wird. Eines möchte ich vorneweg klarstellen. Damit, was ich jetzt sage, meine ich nicht die Allgemeinheit dieser Gruppe von Menschen, geschweige denn stelle ich alle unter Generalverdacht. Am Freitagabend gab es wieder mal einen dieser sogenannten Einzelfälle, als eine Gruppe von Männern versuchte, ein 14-jähriges Mädchen in einen Transporter zu ziehen, geschehen etwa 10 Kilometer von mir entfernt in Merseburg. Warum ich das überhaupt zum Thema mache? Nun ja, dieses kleine Mädchen hätte genauso gut meine kleine Schwester sein können.
oder irgendeine eurer Töchter, Enkelin, Schwestern, Nichten und so weiter. Die Täter wurden von der Kleinen als südländisch beschrieben. Jetzt könnte man sagen, okay, sowas passiert halt mal. Ist ja ganz selten, dass sowas vorkommt. Falsch gedacht, so etwas oder ähnliches passiert momentan in ganz Deutschland tagtäglich und es nimmt immer schlimmere Ausmaße an. Ich persönlich weiß von mehreren ähnlichen Vorkommnissen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich weiß aus erster Hand, dass von der Polizei gefordert wird, damit nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. So geschehen einer Bekannten der Freundin meines besten Freundes. Versuchter Übergriff, polizeiliche Aussage und die klare Aufforderung, damit nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Um die Polizei ein wenig in Schutz zu nehmen, die Polizei handelt auch nur auf Anweisung von oben. Ihnen sind leider Gottes die Hände gebunden. Aber wie gesagt, das ist Fakt und es passiert tagtäglich mitten unter euch. Hier läuft momentan eine Riesenschweinerei ab, um eine sogenannte Willkommenskultur nicht zu gefährden. Aber wenn willkommen heißt, dass Straftaten verschwiegen werden, beziehungsweise ihnen nicht nachgegangen wird, dann ist für mich persönlich ein Punkt erreicht, wo ich sage, stopp, bis hierher und nicht weiter. Ich persönlich habe keine Lust, dass meine kleine Schwester eines Tages dieser Willkommenskultur zum Opfer fällt, weil einige testosterongesteuerte, notgeile Individuen sich nicht mehr im Griff haben. Da kann ich gerne drauf verzichten. Ich kann euch nur raten, passt auf euch auf. An die Männer, passt auf eure Frauen auf. An die Mütter, passt auf eure Kinder auf. Das klingt vielleicht jetzt alles weit hergeholt, aber es ist traurig, dass ich das überhaupt sagen muss heutzutage. Und das ist keine Hetze, sondern ein trauriger Fakt. Ob das manche unter uns wahren wollen oder nicht. Ich kann nur für euch alle hier hoffen, dass euch diese Form der Bereicherung erspart bleibt. Jeder Blinde müsste doch langsam wissen und merken, was derzeit passiert. Wir werden manipuliert, schlecht oder überhaupt nicht informiert und immer wieder belogen, betrogen und hinters Licht geführt. Wie lange wollen wir uns das alles noch gefallen lassen? Ich nenne euch noch ein anderes Beispiel zum Thema schlecht informierte Öffentlichkeit. Am Freitag, dem 27.05.2016, hat es eine Meldung in die Nachrichten geschafft, die vielen schon längst bekannt war. Ausnahmezustände in Teilen Frankreichs. Hauptbrennpunkt Paris. Massenproteste gegen die Sportpolitik der Regierung. Straßenschlachten, Benzinknappheit an den Tankstellen. Nun, was sagt ihr dazu, wenn ich als einfacher Bürger schon etwa eine Woche vor TV-Ausstrahlung davon Bescheid wusste? Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Diese Vorkommnisse sind nicht etwa erst an diesem Tag passiert. Nein, das Ganze passierte schon Tage, wenn nicht Wochen vorher, Tag vor Tag, ohne dass es hier jemand realisiert oder mitbekommen hat. Warum habt ihr davon nichts gehört, werdet ihr fragen. Ganz einfach, man hat es euch bewusst vorenthalten. Bis man aufgrund der Verbreitung der Vorkommnisse übers Internet, wie zum Beispiel Facebook, gar keine andere Möglichkeit mehr hatte, als damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Zwei Tage vorher noch wurde ich über diese Meldung, dass in Frankreich der Ausnahmezustand herrscht, noch zum Teil belächelt und ausgelacht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, vielen weiteren Ereignissen, die um euch herum geschehen, ohne dass ihr es wisst oder merkt. Und dann versucht man ernsthaft, diese Leute, die hier versuchen, euch wenigstens einen Teil der Wahrheit näher zu bringen, als Verschwörungstheoretiker und Dummschwätzer abzustempeln. Was steckt da für ein Hohn dahinter? Welche peinliche Arroganz seitens der Unwissenden? Noch kurz etwas zu Russland. Ohne dass es vielen bewusst ist, wurde Frau Merkel dazu aufgefordert, sich an Manövern in Osteuropa zu beteiligen, um einen angeblichen aggressiven Feind abzuschrecken. Was viele von euch aber gar nicht wissen, ist, dass sich unter anderem 150 Kilometer vor St. Petersburg ein amerikanisches Kriegsschiff befindet, das nicht mal 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt in halb Osteuropa Panzer stationiert werden und Unmengen an Kriegsmaterial herangeschafft wird. Ich persönlich kann mich noch gut an ein Bild von Schröder und Putin erinnern, die Hand in Hand ohne irgendwelchen Twist und Streiterei als Vertiefung der deutsch-russischen Freundschaft standen. Und keine 15 Jahre später ist diese Person auf einmal Feindbild Nummer 1, vor dem alle Welt Angst haben soll. Ich selbst bin mit einigen Russen, Deutsch-Russen und Osteuropäern in Kontakt. Und was momentan so vor sich geht,
lässt mich mit bangem Blick in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich persönlich habe eine Heidenangst davor, dass es hier früher oder später gewaltig knallt. Ich hatte jahrzehntelang gehofft, dass ich niemals mit diesem Thema auseinandergesetzt werde. Aber momentan erwarte ich lieber das Schlimmste, mit der Hoffnung, dass es nicht dazu kommt. Das ist besser, als dass ich so weitermache wie bisher, hoffe, dass nichts passiert, um dann völlig unvorbereitet in der Realität aufzuwachen. Und keiner von den Leuten noch ringsrum kann am Ende sagen, er hätte nichts davon gewusst. Ihr wurdet gewarnt. Gebetsmühlenartig wurde immer und immer wieder auf eine mögliche Gefahr hingewiesen und was im schlimmsten Falle passieren könnte. Ich sage nicht, dass es passieren muss. Es ist aber eine Option, die passieren kann. Einige wenige sind sich dessen bewusst, aber viele Menschen in diesem Land werden im Ernstfall ein böses Erwachen erleben. Ein bekannter Musiker hat vor einigen Tagen in einem Interview folgenden Satz gesagt: Wenn an all diesen sogenannten Verschwörungstheorien auch nur ein kleines Fünkchen Wahrheit dran ist, dann sollten wir ja alle miteinander sehr besorgt sein, was unsere Zukunft betrifft. Dieser Musiker, der jahrelang als einer der Besten seines Landes hochgejubelt wurde, wird heute als rechtsoffen und antisemitisch hingestellt, weil er sich mit Themen auseinandersetzt, die unbequem für gewisse Menschen sind. Wen meine ich damit, wird sich jetzt der ein oder andere fragen. Ich sage dazu nur, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffe nennt sich unser Verstand. Denk mal drüber nach, danke Allah. Ja, danke Mirko. Du hattest vorhin Verschwörungstheorien genannt, ja? Ich möchte dazu mal was anmerken. Wie gesagt, ich komme ja aus dem akademischen Bereich und ich weiß ja, was Theorien sind. Theorien sind ja die Dinge, die entstehen aus den Hypothesen. Man hat eine Hypothese und dann muss man bestimmte Experimente machen oder empirische Daten finden und dann diese These belegen. Und dann bekommt man eine Theorie. Das, was die uns immer als Verschwörungstheorie verkaufen, sind nur Verschwörungshypothesen. Das sind keine Theorien. Und das heißt, dass die Leute, die uns damit diffamieren wollen, einfach nicht besonders helle sind. Also zumindest hatten sie keine akademische Ausbildung. Sie sind nicht besonders klug. Verschwörungstheoretiker wären ja welche, die Verschwörungen über Theorien schon belegt haben. Und dann ist es ja nicht mehr eine Theorie in ihrem Sinne. Dann ist es ja quasi schon belegt. Sowas gibt es ja. Wir kennen ja Fälle, wo der CIA dann die Akten offengelegt hat und wo klar wurde, dass zum Beispiel der iranische Präsident Mossadegh von den USA gestürzt wurde. Das wissen wir jetzt. Das ist keine Verschwörungshypothese mehr. Früher hat man immer behauptet, das wären ja diese Verschwörungstypen da. Nein, das ist wirklich passiert. Die ganzen Kriegslügen, Tonkin-Zwischenfall, das hat sich bewahrheitet, das hat gestimmt, was die Kritiker gesagt haben. Also wenn jemand was von Verschwörungstheoretikern erzählt, lacht ihn aus. Er ist da nicht besonders gut informiert dann in diesen Dingen. Wie gesagt, ganz viele von den Sachen sind nur Hypothesen und sie sind meistens Wirklichkeit geworden. Natürlich gibt es auch richtige Spinner, natürlich gibt es auch Quatsch dabei, ohne Frage. Man muss da mal ganz genau hingucken. Und dann ist es so, ja, eben was Mirko erzählt hat, na klar, also möchten wir keinen Hass schüren, wir möchten uns nicht gegen andere Menschen stellen. Deutschland ist ja ein sehr hilfsbereites Land. Wir haben ja in Europa die meisten Menschen aufgenommen, die Hilfe suchen. Und wir streiten uns ja nicht darüber, ob wir helfen wollen. Jeder will helfen, rechts wie links. Es geht ja nur darum, den Missbrauch dieses Hilfssystems anzuprangern. Wenn Leute also kommen und Hilfe in Anspruch nehmen, die ihnen gar nicht zusteht. An der Schranke streiten sich die Ideologen, wo die einen sagen, sollen sie doch alle kommen, und die anderen sagen, nein, das geht nicht. Wir haben natürlich Kapazitätsgrenzen. Und über diese Grenzen, darüber streiten sich die Menschen. Und dann gibt es natürlich diese sogenannten Einzelfälle, die dann von den einen wegignoriert werden, von den anderen umgedeutet werden. Und ja, da sollten wir einfach ehrlich sein. Wir sollten dann ganz offen sagen, jawohl, es gibt das. Es gibt Gewalt, es gibt auch häusliche Gewalt hier hinter diesen Stuben.
Ja, es gibt all diese schlimmen Dinge, aber wir müssten dafür sorgen, dass es halt nicht noch schlimmer wird. Wir sollten dafür sorgen, dass unser Recht auch anerkannt wird, dass das Grundgesetz, das wir haben, wenigstens respektiert wird. Das ist doch das Mindeste. Ich meine, nicht mal unsere Regierung respektiert unser Grundgesetz. Das ist eigentlich erschreckend. Die sind ein ganz schlechtes Beispiel. Und wir, ja, wir respektieren es auch nicht so richtig, weil dieses Grundgesetz ist ja eigentlich eine Übergangslösung. Das wurde damals von den Alliierten geschaffen. Und da steht ja sogar drin, dass sich dieses deutsche Volk mal eine eigene Verfassung geben sollte. Und ja, dieser Fall hätte schon sein können bei der Wiedervereinigung. Schon da hätten wir dieses Übergangsgrundgesetz abschaffen können und eine anständige Verfassung machen können. Und diese Möglichkeit besteht noch immer. Und in der könnte wirklich mal festgelegt werden, dass von Deutschland keine Kriege ausgehen sollen und wirklich keine Soldaten im Ausland sein sollen. All diese Dinge sollten verhindert werden. Und sowas könnte man doch fest in einer Verfassung verankern, die wirklich vom Volk gegeben wird. Denn wir wissen doch aus den Umfragen, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen Kriege ist, gegen Auslandseinsätze und dass sie sich nicht von den Lobbyisten über TTIP und so hätten über den Tisch ziehen lassen. Sowas hätte man da alles verankern können. Natürlich mit den jeweiligen Fachleuten, mit denen man dann redet. Das muss natürlich ein Ausschuss sein, der dann unter demokratischer Kontrolle sowas macht. Aber das ist halt notwendig und ja, das steht uns noch aus als wiedervereinigtes Volk. Das ist die Agenda. Und ja, an was ich eigentlich erinnern wollte, sind die Termine, die demnächst anstehen. Es gibt eine Demonstration in Ramstein gegen diese Drohnenmorde, die ja von den USA über deutschen Boden in aller Welt ausgeführt werden. Das muss natürlich aufhören, auch wenn das nur ein Symptom ist. Denn Ramstein kann natürlich überall woanders wieder aufgebaut werden. Aber warum soll Deutschland daran beteiligt sein? Wenn es wirklich zum Krieg kommen würde, müsste ja der Gegner, wer auch immer das ist, müsste ja dann erstmal Ramstein zerstören als die Logistikzentrale. Das ist der größte Airport, also der größte Flugwaffenstützpunkt der USA außerhalb ihres Landes. Der ist in Ramstein, hier in Deutschland. Das wissen viele gar nicht. Und sämtliche Drohnenmorde von den USA müssen über Ramstein gehen, wegen der Krümmung der Erde. Und die gehen da. Jeden Dienstag unterschreibt der Präsident eine Kill-List. Eine Liste von Menschen, die getötet werden dürfen. Der Präsident der USA ist damit Richter und Henker und Ausführender, alles zugleich. Da gibt es ja gar keine Gewaltenteilung, oder? Bei uns sagt man noch immer, es muss doch die Legislative, Judikative, Exekutive geben. Nein, der unterschreibt einfach und dann werden die Menschen getötet. Da gibt es keinen Gerichtsbeschluss. So etwas passiert über den deutschen Boden und wir sind mitschuldig. Und das könnte beendet werden. Und dazu, ja, müssen wir alle mal Flagge zeigen. Da gibt es eine Demonstration dann vom 9., ja, vom 9. bis 11., glaube ich. Und gleichzeitig an dem Wochenende sind die Bilderberger in Dresden. Man könnte sich fragen, ist das Zufall? Ich weiß es nicht. Aber die sind tatsächlich dann auch da und beratschlagen genau über solche Dinge. Geostrategie, welche Länder sind die Bösen, welche die Guten, wo ist das Öl, wo muss man seine Truppen hinschieben, so die üblichen Schachspiele. Und auch da sollte man vielleicht mal Flagge zeigen und das kritisieren. Denn dort kommen genau diese Leute zusammen, die Wahlen finanzieren, die das Geld haben, ja, Imperien zu stürzen. Und ja, habe ich was vergessen zu ergänzen? Ich wollte nur was ergänzen. Ja. Gerade apropos. Apropos Grundgesetz wollte ich nur noch was hinzufügen. Ja. Ihr solltet euch alle mal fragen, warum wird denn hier gegen das Grundgesetz verstoßen? Eigentlich wird ja gar nicht verstoßen gegen das Grundgesetz, sondern es wird sich einfach gar nicht dran gehalten. Und warum? Warum wird sich nicht dran gehalten an das Grundgesetz? Obwohl es doch offiziell gelten soll. Jeder sagt, es gilt. Ja? Aber frag doch mal die sogenannten Beamten oder die auf den sogenannten Behörden, ob wir hier auf dem Boden des Grundgesetzes stehen oder ob das Grundgesetz noch gilt. Sie werden euch keine Antwort geben. Ja? Wenn ihr aber fragt, na, gilt denn das Grundgesetz noch, dann werden sie alle sagen, ja, na klar. Aber sie werden euch nie bestätigen, dass ihr
auf dem Boden des Grundgesetzes steht, dass das für euch gilt. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil es nämlich steht ja drin, es gilt ja für Menschen. Und da das hier eine Treuhandverwaltung ist, und eine Treuhandverwaltung ist für Menschen nicht zuständig, sondern nur für Sachen, für Personen. Und ihr alle seid nur Personen, insofern ihr euch nicht zum Mensch erklärt habt. Und ja, apropos Verfassung, es steht im Grundgesetz drin, Artikel 146, wie Frank schon erklärt hat, das Grundgesetz verliert an dem Tage seine Gültigkeit, an dem vom deutschen Volk in freier Entscheidung eine Verfassung abgesegnet wurde. Jetzt nicht wortwörtlich wiedergegeben, aber es gab ja schon eine Verfassung, und zwar ist die verabschiedet worden im Oktober 1949, und an dieser Verfassung waren beteiligt 1200 Abgeordnete aus der späteren DDR und 600 Abgeordnete aus den westlichen Bundesländern, würde man heute sagen, also aus den anderen Besatzungszonen damals. Und wenn man davon ausgeht, dass also aus allen deutschen Teilen Deutschlands dort Abgeordnete beteiligt waren an dieser diesem Verfassungskonvent, an dieser Verabschiedung dieser Verfassung, dann kann man nachdem das Grundgesetz im Mai 1949 rausgegeben wurde oder vom Parlamentarischen Rat verabschiedet wurde, kann man sagen, also im Oktober, ist es fast ein halbes Jahr später, wurde die Verfassung herausgegeben. Und wenn man es so ganz genau nimmt, gibt es schon eine Verfassung, die von 1949. Ja? Das ist nicht die Verfassung der späteren DDR. Die hat man 1968, glaube ich, dann nochmal völlig abgeändert. In dieser Verfassung steht nichts von Sozialismus oder sowas. Das war eine Verfassung, die von den Abgeordneten aus allen deutschen Teilen, waren Abgeordnete da, aus allen deutschen Ländern. Ja? Das wollte ich nur noch ergänzen. Und da hast du recht, Thomas, es ist tatsächlich so, dass wir ein Grundgesetz haben, aber keine Verfassung, und dass in der Verfassung sich ein Volk selbstbestimmt geben muss. Die ist schon da, wie gesagt, tatsächlich, das ist so, die könnte man sofort übernehmen. War gedacht für das ganze gesamte deutsche Volk damals, aber eben, da denkt heute keiner mehr drüber nach, da wird auch nicht drüber gesprochen. Das ist es, was im Argen liegt, dass wir eben schlecht informiert werden. Aber was nutzt es, wenn wir uns als freie Menschen verstehen, oder beziehungsweise wenn wir uns freie Menschen nennen, aber uns nicht als freie Menschen verstehen, sondern weiterhin als Person, als Maske weiterhin leben. Denn dazu, frei zu sein, gehört auch, sich als frei zu verstehen, frei zu handeln und frei zu denken. Und das wurde uns weitestgehend schon aberzogen. Die meisten Menschen sind doch zu eigenständigem oder eigenverantwortlichem Leben gar nicht gewillt, beziehungsweise einige sogar schon gar nicht mehr fähig. Es wird immer mehr Verantwortung abgegeben. Wir geben unsere Verantwortung über den Kurs des Landes ab, wir geben unsere Verantwortung über unsere Gesundheit ab, wir geben unsere Verantwortung über die Kindererziehung und über die Bildung ab. Das ist alles, liegt alles im Argen. Also Freiheit fängt erst einmal bei jedem Einzelnen im Kopf an. Freiheit erst einmal als Konzept zu verstehen und Freiheit vor allen Dingen als Möglichkeit zu sehen, die mir jederzeit zur Verfügung steht, die ich nur ergreifen muss. Und dazu gehört eben auch, dass man sich ein Rückgrat wegwachsen lässt, um in Zeiten der Gefahr, in Zeiten eines drohenden Krieges, den wir nicht haben wollen, den wir unmöglich haben wollen können, nämlich mit Russland, dass wir das nicht zulassen. Schon allein dafür lohnt es sich aufzustehen, denn viele von uns haben Kinder, haben Enkelkinder oder haben einfach nur Nichten und Neffen und möchten keinen Krieg für die Kleinsten. Sie möchten auch keine zerstörte Welt ihren Nachkommen hinterlassen. Allein dafür lohnt es sich schon aufzustehen und endlich mal die Freiheit in die Hand zu nehmen. Nämlich die Freiheit zum Widerstand, die uns laut Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4 zur Verfügung steht. Und es nicht nur unser Recht, sondern unsere Pflicht ist in einer Demokratie. Aber eben weil das Grundgesetz permanent gebrochen wird, deswegen stehen wir wieder vor einem Krieg. Und heute ich habe einen Aufruf dazu gelesen,
von welcher Seite, ist mir völlig egal, da schaue ich gar nicht mehr hin. Ein Aufruf an alle Deutschen, heute am 30. Mai zwischen 19 und 20 Uhr eine Schweigeminute einzulegen. Gedenken unserer Ahnen, gedenken uns der Gefallenen in allen Kriegen auf dieser Welt. Weil alle Kriege, egal in welchem Land und zu welcher Zeit, egal wann und wo und aus welchem vorgeschobenen Grund, alle sinnlos waren und absolut unnötig und nicht im Interesse des Volkes oder der Bevölkerung des jeweiligen Landes, sondern immer der gleichen großen Machteliten, wo sich die Personen vielleicht austauschen, aber die Methoden nur noch feiner und versteckter werden. Darum möchte ich nun zu einer Schweigeminute aufrufen, um eben aller Gefallenen in all diesen sinnlosen Kriegen zu gedenken. Ich danke euch. Wie gesagt, es ist an der Zeit, dass wir erkennen, was zu tun ist. Und das ist nicht viel. Das kann jeder tun. Das wäre zum Beispiel, sich erst einmal zu informieren über die Lage, die momentan uns bedroht. Und dabei eben auch unvoreingenommen zu sein und ganz zu Anfang erst einmal davon auszugehen, dass wir bisher weitestgehend belogen wurden. Und dass es möglich ist, dass man unsere Realität einfach ganz beliebig formen kann. Denn wenn wir nicht da gewesen sind und es nicht gesehen haben, müssen wir glauben, was wir lesen und was wir im Fernsehen sehen. Das ist unsere Realität. Die wird tagtäglich geformt von Interessengruppen, die aber nicht der Bevölkerung dienen, sondern eben ihrer eigenen Macht. Und aus diesem Grund, weil wir in diesem Moment völlig machtlos sind, gebietet es sich einfach in einem zumindest vorgeblich demokratischen Land, jetzt endlich zu handeln, aufzustehen, beziehungsweise auch mal stehen zu bleiben und Flagge zu zeigen. Auf dass eben genau dieser Kurs nicht mehr weitergeht, sondern dass sie aufgeben müssen. Denn wenn die Bevölkerung sich dagegen stellt und nicht mehr mitspielen will, dann müssen sie aufgeben. Und so kann Revolution nämlich auch funktionieren. Und das nenne ich nicht mehr Revolution, sondern Renovation oder Renovierung. Weil dann etwas erneuert wird. Und nicht kaputtgeschlagen wird, damit etwas anderes draufgesetzt wird, was am Ende vielleicht sogar noch Ärger ist. Was uns vielleicht noch Ärger bedroht und ausbeutet. Und deswegen muss es eine Renovation geben. Und die geht nicht von Politikern aus. Tun Sie diese Hoffnung ab und erkennen Sie, dass nur Sie das können. Sie und eben alle Ihre Mitmenschen, die Sie dazu begeistern können. Und wenn es um die Freiheit, wenn es um den Fortbestand Ihrer Familie, Ihrer Kinder geht, um die Gesundheit auch Ihrer Kinder und Enkelkinder, dann muss es einfach die Pflicht eines jeden verantwortungsbewussten Bürgers liegen, jetzt endlich etwas zu tun. Das nächste ist, sich vielleicht mit Arbeitskollegen, mit Freunden, Bekannten, Verwandten zu unterhalten und gemeinsam vielleicht mal darüber zu reden, wie es denn weitergeht. Ich meine, wie der Kurs aussieht, wie er war und wo es hingeht. All das ist offensichtlich und das bedarf auch gar keiner großen Analyse. Das spürt man schon im Bauche, dass das nicht gut sein kann. Dass der Kurs an sich schon mal nicht gut sein kann. Da muss man von diesen Verzwickungen der Macht gar nichts wissen. Und deswegen tun Sie etwas, handeln Sie endlich und lassen Sie den Marktplatz irgendwann wirklich voll sein. Mit Menschen, die willens sind, die Gesellschaft gemeinsam zu verändern und diese Machteliten völlig überflüssig zu machen und damit ein völlig neues System zu erstellen, ohne irgendetwas dabei kaputt zu schlagen oder es zuzulassen, dass wir wieder in den nächsten Krieg getrieben werden, der mit Sicherheit atomar geführt werden wird. Genau, das war's erst einmal, was ich sagen wollte. Sven kommt dann noch nach vorne.
Ja, ich bin schon da. Wir hatten uns ja am Riebeckplatz getroffen, 18 Uhr, da habe ich was vermisst. Das war unser föhnwellgelockter Edelgegendemonstrant. Habt ihr den auch vermisst? Ihr erinnert euch an letzte Woche, da ist er da drüben irgendwie ausgerastet, nur weil ihm so ein Merkel muss weg Aufkleber angeboten wurde. Da. Also das kann nur mit exzessivem Drogenkonsum begründet werden. Anders ist das wirklich nicht zu begründen. Aber es ist nicht so, dass die Vereinsmafia ihre Spitze oder ihre Beobachter nicht geschickt hat. Die sitzen jetzt da drüben, der Vanja Seifert, seines Zeichens verantwortlicher im Sinne des Presserechtes, von der Seite Neuralgida, der sitzt da drüben zu viert. Das ist wahrscheinlich nur eine neue Masche von denen, weil wir ja auf der Seite geschrieben haben, dass wir es gut finden, dass wir diese Eisdielen als Kundschaft, beziehungsweise nicht Kundschaft, sondern als Zuhörerschaft haben. Und wahrscheinlich ist die neue Masche von denen, ihr Demogeld in den Eisdielen zu verfressen, um der normalen Zufallszuhörerschaft die Plätze wegzunehmen. Also ich weiß nicht, ob das aufgeht, zu viert klappt das natürlich nicht, da sind noch viele Plätze frei, da müsst ihr schon ein bisschen mehr mobilisieren oder eure Parteien müssen euch mehr Demogeld zahlen. Vanja, hörst du? Also diese Typen, Vanja, also das sind ja alles, die nennen sich studierte Menschen und halten sich für die geistige Elite von Deutschland. Ihr seid für solche Leute Abschaum, weil ihr seid Arbeiter oder auch Arbeitslose, aber ihr seid auch die als Arbeiter, die deren Müßiggang bezahlen müssen. Die ganze Vereinsmafia und Parteimafia, Parteijugend lebt vom Steuerzahler. Steuerzahlen, also aktiv Steuerzahlen, das heißt mehr in den Steuertopf einzahlen als herausnehmen, tun etwa 20% der Bevölkerung in diesem Land. Der Rest sitzt in den Rathäusern, in den Verwaltungen, in Parteien, in Parteijugendorganisationen, in Landtagen, in Bundestag und in diesen Schmarotzervereinen, so nenne ich die. Also Vereine, die hauptsächlich deswegen gegründet worden sind, um den Steuerzahler abzuzocken, um ein müheloses Leben zu nennen. Und diese Jugend, egal welcher Parteijugend die zu angehören, die nenne ich zusammengefasst Merkel-Jugend. Weil die wollen dieses System Merkel erhalten. Weil die von diesem System Merkel partizipieren. Die wissen nicht, was hier danach kommt, für was wir hier stehen. Wir stehen hier für eine Erneuerung. Und wenn diese Erneuerung stattfindet, dann gibt es natürlich diese exquisite Gesellschaftsgruppe nicht mehr, die auf dem Rücken des Arbeiters und des Steuerzahlers im Prinzip ein schönes Leben führt. Die fordern immer das schöne Leben. Die sagen ja, her mit dem schönen Leben, damit meinen die aber das schöne Leben für sich, nicht für die Unterschicht, für die Arbeiter, die eigentlich verabscheuen. Auch die Linke, das ist keine Arbeiterpartei, die kennen gar keine Arbeiter. Frag doch mal einen Abgeordneten, Landtagsbundestagsabgeordneten oder so, wenn da wirklich, da kennt kaum einer einen Arbeiter. Und wenn dort jemand mal die Wahrheit sagt, dann kriegt er eine Torte in die Fresse. So ist es nämlich am Wochenende auch geschehen mit der Sarah Wagenknecht. Das ist die Einzige, die noch für Stimmen für die Linke sorgt, die nicht innerhalb von der Partei oder aus den Altersheimen kommt, sondern aus der normalen Bevölkerung. Wäre die Sarah Wagenknecht in einer anderen Partei, wäre es Schluss mit lustig für diese Partei, dann würden die zur Bundestagswahl auch keine 5% mehr kriegen. Die Parteien, die ganzen Systemblockparteien, die haben ja alle eine Heidenangst vor alternativen Parteien. Der Alternative möglicherweise in dem Fall. Aber ich sage mal, schafft eine Partei keine 51% aus dem Stand, schafft sie es nicht. Diese Parteien, also eine Alternative, die hier wirklich über Wahlen, also über diese parlamentarische Demokratie etwas verändern will, braucht gesetzgebende Mehrheit aus dem Stand oder sie wird korrumpiert, weil diese Abgeordneten, die dort in dem Landtag, in den Landtagen und im Bundestag, die dort drinnen landen, da reinlanden, die werden natürlich auch von diesen Geld, von diesem Geld, man soll ja unbestechlich sein, deswegen bekommen die Politiker ja so viele Diäten und sind an denen der Richter, die ja auch unabhängig sein sollten, da sind ja diese Diäten angepasst. Und das sorgt aber eigentlich nicht dafür, dass sie unbestechlich sind, sondern das sorgt gerade dafür, dass sie noch mehr bestechlich werden, weil wer einmal von diesem schönen Leben kostet, der will ja dann immer, also es gibt ja nur die wenigsten, sind ja solche Idealisten, die sich da nicht verführen lassen. Nein, Politik, Berufspolitik korrumpiert. Und genau das müssen wir verändern. Wir brauchen hier wirklich in diesem Land eine direkte Demokratie. Wir brauchen diese Parlamentarier nicht mehr. Ich vergleiche das immer mit
denken wir 200 Jahre zurück, da brauchte man noch für das Land so Abgeordnete, beziehungsweise von den Fürsten irgendwelche Delegierten, die zu irgendwelchen Reichskonvents gefahren sind. Da sind die 3 Tage mit der Kutsche unterwegs gewesen, um mit allen Vollmachten ausgestattet für ihre jeweilige Region zu stimmen. Das braucht man doch heute nicht mehr. Was rechtfertigt denn 16 Bundesparlamente, 16 Landesparlamente und ein Bundesparlament voller Sozialschmarotzer? Ja, das sind wirklich Sozialschmarotzer, weil die leben nur vom Schweiß des Arbeiters. Und das muss weg. Wir brauchen hier wirklich eine direkte Demokratie. Die haben ja Angst vor der direkten Demokratie, weil sie dann nicht mehr kungeln können. Die sagen, ihr, beziehungsweise der Souverän, das Volk, kann ja diese politischen Zusammenhänge gar nicht richtig genug erfassen, um darüber entscheiden zu können. Aber ein Gegenbeispiel ist zum Beispiel die Abstimmung über den Lissabon-Vertrag. Da haben die nachweislich das abgestimmt, ohne ihn zu lesen, was ihnen ihre Lobbyisten eingeflüstert haben. Und das ist doch dann aber auch keine kompetente Meinung. Das ist einfach ein gekauftes Abstimmungsverhalten. Und solche Leute brauchen wir doch nicht mit 10.000 und mehr, beziehungsweise auch teilweise 20.000, 30.000, wenn sie eventuell Ministerämter innehaben oder Fraktionsämter, brauchen wir die da nicht durchfüttern. Rechnet euch mal durch, wie viele Leute für einen von diesen Sozialschmarotzern arbeiten gehen müssen, allein um die Lohnsteuer für einen von denen. Allein schon im Landtag ist das Grundgehalt bei 6.000 Euro. Dafür müssen 60 bis 100 Friseure und Bäcker früh um 4 oder um 6 aufstehen und arbeiten gehen den ganzen Monat, nur um die Lohnsteuer für diese Sozialschmarotzer zu erwirtschaften. Die brauchen wir nicht mehr. Und diese Sozialschmarotzer, die werden auch in den Stadtparlamenten gebildet. Die sagen zwar, das wäre eine ehrenamtliche Arbeit und Tätigkeit, ist es aber nicht. Die kriegen als Aufwandsentschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit so viel wie ein Hartz-IVer den ganzen Monat zum Leben hat. Das nennen die ehrenamtlich, das ist nicht ehrenamtlich. Davon müssen andere Menschen den ganzen Monat leben. Nein, diese Stadtparlamente und Lokalparlamente, die nehmen die als Sprungbrett in die Landesparlamente, um daraufhin in diesen Landesparlamenten findet eine Negativauslese statt und nur die übelsten Charaktere schaffen es auf die Bundeslisten von den jeweiligen Parteien. Dort kommt wirklich der Abschaum des Abschaums hin, der Politik. Und nein, ich möchte nicht mehr für diese Leute zahlen. Ich bin Geschäftsführer von einer mittelständischen Firma hier in Halle und ich weiß, wie die Steuerlast drückt und wie die Steuerschraube immer mehr zugedreht wird. Um diese Leute durchzufüttern. Und da gehören auch diese Leute von der Vereinsmafia, die da drüben sitzen, um uns zu beobachten und Scheiße im Netz über uns zu schreiben. Die gehören da genauso dazu. Gut, ich übergebe an Donatus. Ich rede mich hier immer in Rage und es tut mir leid. Man sagt ja, ich schreie ein bisschen, aber ich denke, euch gefällt. Es muss ja auch den Bad Boy der Montagsdemo geben. Also, Donatus, machst du das hier? Ich danke euch fürs Zuhören und ich wusste, dass es heute gutes Wetter wird, obwohl die gestern anderes erzählt haben. Danke für das gute Wetter. Das ist Kaiserwetter. Kaiserwetter darf man sagen. Kanzlerinnenwetter nicht. Wenn wäre es Kanzlerinnenwetter, würde es heute wirklich in Strömen regnen. Das war junge Hunde. Wie wir das immer machen, möchten wir uns natürlich auch heute wieder bedanken, auch bei der Polizei, dass sie uns wieder auch zur Seite gestanden hat. Ich habe gesehen, dass es da am Rande wohl auch einen kleinen Zwischenfall gegeben hat. Also ich habe nicht ganz mitbekommen, worum es ging, aber es schien offenbar auch von der Polizei sehr gut im Griff gewesen zu sein. Also vielen Dank auch dafür. Danke auch für die vielen neuen Zuhörer, die auch in den Cafés sitzen und vielleicht eben, weil sie Angst davor haben, ihren Job zu verlieren, wenn sie sich hierher stellen. Danke dafür auch, dass Sie Interesse zeigen und zuhören. Danke auch schon im Voraus dafür, dass Sie sich im Internet selbst schlau machen und ja, mal anfangen zu zweifeln an der offiziellen Berichterstattung, die Sie sonst immer von den Mainstream-Medien rübergebracht bekommen. Danke auch eben für diesen Zweifel. Dieser Zweifel könnte Ihnen und uns allen das Leben retten. Es ist nämlich wichtig, dass wir gemeinsam aufstehen. Es reicht nicht, wenn hier immer nur eine kleine Gruppe steht und wieder die Verantwortung übernimmt für die Zukunft unseres Landes. Es waren immer nur wenige, übrigens, die am Anfang, Gandhi sagte das mal so schön und auch er hat nur zitiert, eine neue Idee durchläuft immer 3 Phasen. Erst wird sie belächelt, dann wird sie heftig bekämpft und dann ist sie auf einmal eine völlige Selbstverständlichkeit
da wir uns alle doch schon immer gewusst haben und da waren doch alle schon immer der Meinung, dass das so ist. Also es muss immer erst populär werden. Und wir hoffen, dass dieser Widerstand, den wir hier schon seit über 2 Jahren leisten, beziehungsweise friedlichen Widerstand, das muss man ja auch erklären, der Informationswiderstand, das heißt, dass wir die Menschen aufklären. Ich meine, das ist erst einmal die erste Stufe. Was dem aber folgen muss, wie gesagt, ist ein breites Aufstehen der Bevölkerung. Das ist die zweite Stufe des Widerstandes. Nämlich, dass man dann auch zeigt, dass man dagegen ist, dass es so weiterläuft und dass man doch dafür ist. Wir möchten ja nicht nur pauschal dagegen sein, sondern wir sind dafür. Und zwar für ganz konkrete Veränderungen. Nicht nur in der Gesellschaft, die bei jedem Einzelnen beginnen sollte, aber auch eben, was die Medien betrifft, dass die endlich mal mehr Mut zeigen zur Wahrheit und unverblümt berichten, erstens, was hier in diesem Lande los ist, aber vor allen Dingen, welche Mechanismen der Macht im Hintergrund eigentlich korrupt handeln und agieren wie eine Mafia. Darüber sollte mal offen berichtet werden, eben und vor allen Dingen auch, dass wir eine andere Form von Regierung möchten, nämlich direkte Demokratie. Also wir sind für eine ganze Menge Veränderungen, und zwar ganz konkrete Veränderungen. Und die Ideen existieren nicht erst seit gestern. Aber wir sind vor allen Dingen gegen einen weiteren Kurs in diese Richtung, dass wir uns auch wieder aufspalten lassen zwischen rechts und links, Frau oder Mann, schwarz oder weiß oder was auch immer, Moslem, Christ, Buddhist, ist alles nicht wichtig. Denn wenn der Fortbestand der Menschheit, wenn aber auch vor allen Dingen unser Frieden hier in diesem Land, um mal nicht ganz so weit zu greifen, auf dem Spiel steht, muss alles andere in den Hintergrund treten. Dann ist es wichtig, dass alle, die sich momentan auf der Straße befinden, sich unter einem gemeinsamen Nenner endlich vereinen. Das heißt, dass rechts und links und religiöse Fragen in den Hintergrund rücken, wenn es darum geht, den Kurs zu ändern, diesen selbstzerstörerischen Kurs zu ändern. Das heißt, dass die momentanen Machtverbindungen, diese Machtelite von uns als Menschen, egal woher, egal was wir denken und was wir glauben, von uns Menschen entmachtet werden muss. Wir müssen die Macht wieder an uns nehmen. Wir, das Volk, wir die Menschen, wir die Bevölkerung dieser Erde, die 99%, die unter dieser Politik zu leiden haben. Erkennen Sie sich endlich als ein Teil dieser Gruppe. Erkennen Sie Ihre Verantwortung und werden Sie endlich aktiv. Das ist meine Aufforderung an Sie. Und ich hoffe, dass sich hier nächsten Montag mehr Leute einfinden werden. Ich hoffe natürlich auch auf so gutes Wetter wie heute. Da bin ich auch sehr dankbar für. Aber wie gesagt, vor allen Dingen, dass mehr Menschen aufwachen und dass sich auch in den umliegenden Ortschaften von Halle, auch in den anderen Städten von Deutschland, der Widerstand wieder belebt wird, wieder beseelt wird, und zwar von einem gemeinsamen Ziel. Und wie gesagt, dass alle anderen Ziele, alle Symptome, die vielleicht momentan arg stören mögen, der Mirko sprach vorhin eben wieder von einem Zwischenfall, der stattfand, wieder eine versuchte Vergewaltigung in seinem privaten Umfeld. Ja sicher, das sind alles sehr arge Dinge. Aber wir müssen das verstehen als eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, um ihre alle Aufmerksamkeit abzulenken, und zwar von der wahren Gefahr. Die wahre Gefahr, die schon seit Jahrhunderten uns bedroht, die uns seit Jahrhunderten versklavt. Und das ist die Macht des Geldes. Und das sind die Inhaber dieses Geldes, beziehungsweise der Macht des Geldes. Die Inhaber der Macht über die Industrien und auch die Inhaber der Macht über das, was sie glauben. Und das, was sie wissen oder zu wissen glauben, da liegt die wahre Gefahr drin. Und die verursacht all das. Die haben die Führer, die Guides rausgebracht, die Bücher, woran sich eben Flüchtlinge hier in Europa zurechtfinden sollen. Mehrsprachig. Das hat Milliarden gekostet. Und zwar der Open Society von George Soros. Den kennt man nicht. Das ist kein Präsident, das ist kein gewählter Mann, nein. Das ist ein Multimilliardär, der einfach Macht hat und einfach macht, was er denkt. Und damit Europa komplett destabilisiert oder zumindest dabei hilft. Indem er diese Menschen mit Versprechungen, mit Lügen hierher lockt.
Er und seine Open Society. Hat das irgendjemand gewählt? Wurde da irgendjemand in einer Volksabstimmung gefragt, ob dieser Mann das darf? Nein. Da liegt die Gefahr. Verstehen Sie? Die ist nicht rechts, die ist nicht links und die ist auch nicht muslimisch. Auch Christen werden verinstrumentalisiert. Vergessen wir bitte nicht die Kreuzzüge. Und jetzt ist der Islam 600 Jahre nach dem Christentum entstanden, in seinem Mittelalter. Wollen wir das nochmal erleben? Nein. Aber der Moslem selbst ist nicht das Problem, sondern es sind einige wenige Verinstrumentalisierte. Welche, die damit Geld verdienen und welche, die echt daran glauben. Ja, glauben, das ist tatsächlich, wie gesagt, ihre Realität wird geformt. Und das, was sie glauben, wird geformt. Nichts ist in Stein gemeißelt. Auch die Geschichte der Menschheit nicht. Ständig wird da korrigiert. Wissenschaft ist immer der momentane Stand des Irrtums. Verstehen Sie? Es kann also nicht sein, dass wir uns immer noch in Grabenkämpfen befinden, dass wir uns immer noch Gedanken machen, ob man das Wort jetzt sagen darf, weil das hat mal irgendjemand gesagt. Na verdammt nochmal, es geht hier um unsere Zukunft. Kann uns das noch interessieren? Oder sind wir so verblendet worden schon, dass wir uns wirklich an vor jedem Karren spannen lassen und dass wir es wirklich zulassen, dass unsere Zukunft hier verkauft wird? Einfach nur, weil da Leute stehen, mit denen würde ich auch nicht zusammen einen Kaffee trinken wollen. Ja, hey, das kann doch nicht das Problem sein, wenn es uns alle betrifft, wenn die Gefahr uns alle betrifft. Deswegen müssen wir jetzt endlich aufhören, diese Unwichtigkeiten allzu wichtig zu nehmen und zu erkennen, was zu tun ist. Und das kann nur gemeinsam funktionieren. Und wie gesagt, nur auf dieser Ebene reicht es schon, wenn wir da zusammenarbeiten. Da muss keiner seinen Glauben aufgeben. Da muss keiner seine Parteizugehörigkeit aufgeben. Aber ich glaube, schon nach wenigen Monaten wird er das freiwillig tun. Weil er erkennt, wie sinnlos das ist. Wie sinnlos er sich da ausnutzen lässt in seinen niederen Ebenen in dieser Partei, wo er dann sogar noch Mitgliedsbeitrag bezahlt, während die da oben sich die Taschen vollscheffeln, während sie das Volk verraten und verkaufen. Da muss man austreten, wenn man ein bisschen Rückgrat hat. Aber die, die daran verdienen, die werden das natürlich nicht tun und die werden ihre Macht auch nicht aufgeben. Deswegen, Leute, könnt ihr eure Hoffnung einfach auf keine Partei, auf keinen Verein, auf keine Firma setzen. Denn alle, bei Firmen ist uns das klar, aber auch bei Politikern und bei Parteien, alle arbeiten nur zu ihrem eigenen Wohl und zu ihrem eigenen Vorteil. Und auch die Protestparteien mögen vielleicht sogar noch mit guten Intentionen beginnen. Aber sobald sie in der Mühle der Macht drin sind und sobald sie einmal unter die Knute der Macht gekommen sind, denn Macht hat auch, man muss dafür auch immer etwas bezahlen. Man muss schon auch ein bisschen was von sich aufgeben. Sein Rückgrat, seine Seele. Wir können diesen Menschen nicht unsere Zukunft anvertrauen. Wir müssen sie endlich selbst in die Hand nehmen. Und dazu müssen wir erkennen, dass wir uns arg versaut haben lassen. Dass wir dazu fast gar nicht mehr fähig sind, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Aber wollen Sie jetzt die Hände in die Taschen oder in den Schoß legen und sagen, na dann lassen wir es einfach. Das kann es nicht sein. Also müssen wir umdenken. Wir müssen aktiv werden, wie gesagt. Der Frank. Ich wollte nur ein Zitat ergänzen. Du hast ja gesagt, das Geld. Und jetzt könnte man denken, ja, das ist hier dieser Donatus, der steht hier immer von der Montagsdemo, das sind ja diese Spinner und so weiter. Aber wenn wir mit Menschen reden, reden andere ganz genauso. Ich habe mit einem Polizisten geredet und ich muss euch sagen, ich habe wirklich oft, wenn ich dort war, Zeugenaussagen gemacht, habe immer nette Gespräche mit den Polizisten geführt und habe festgestellt, dass sie ein sehr gutes Wissen haben über diese Zusammenhänge, politisch und so weiter. Vieles, was wir erzählen, das ist ihnen natürlich schon durch ihren Beruf verinnerlicht. Und dieser eine Polizist sagte mal zu mir, in dieser sogenannten Demokratie, also er war da auch ein bisschen in Zweifel, ob das eine richtige Demokratie ist, da herrschen die, die das Geld haben oder es herstellen. Das war interessant. So kluge Polizisten haben wir um uns drum herum. Und ja, das gibt mir immer wieder Hoffnung, dass wir nicht alleine stehen, dass viele ähnlich denken, aber ihre Stimme nicht aufmachen, also nicht ihren Mund nicht aufmachen können. Ich habe mit Polizisten geredet, die gesagt haben, ich kann das nicht. Wenn ich bei ihnen stehen würde, wäre ich meinen Job los.
Aber die sind vielleicht danach, wenn sie dann in Rente sind, stehen sie vielleicht bei uns. Das wäre möglich. Aber ja, wie gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Bald sind Wahlen und danach werden eine Menge Sachen durchgedrückt. Sollen wir beenden? Dann, das war ein schöner Abend, schönes Wetter, die Sonne scheint noch immer. Und wenn noch jemand was ergänzen möchte, wenn wir Blödsinn erzählt haben, das kann ja passieren. Wir versuchen uns immer gut vorzubereiten. Ansonsten wünschen wir einen schönen Abend.